Warum legt meine Sony-Kamera auf der Speicherkarte unterschiedliche Ordner an und wo verdammt finde ich die Videos? Genau darum geht's heute im Video. Beim Fotografieren ist das ganz einfach. Da landen die Bilder im DCIM-Ordner, Digital Camera Images. Das ist in den Design Rules für digitale Kameras ja so vorgegeben. Für Videos erstellen die Sony-Kameras einen separaten Ordner, der heißt Private, und dort werden die Videos abgespeichert. Das zeige ich dir jetzt an meinem Computer. Auf meinem Windows-Rechner habe ich die Speicherkarte geöffnet und hier gibt es direkt zwei Ordner, einmal DCIM. Da sind natürlich die Bilder drin und hier findest du dann noch einen Unterordner. Man kann nämlich in den Sony-Kameras verschiedene Ordner anlegen. Würdest du jetzt in der Kamera einen neuen Ordner hinzufügen, würde der Ordner 101 heißen. Oder du kannst auch einstellen, dass die Ordner mit dem Datumsformat angelegt werden, sodass jeden Tag ein neuer Ordner angelegt wird. In diesem Ordner befinden sich dann die einzelnen Bilder, so wie du das gewohnt bist. Schauen wir uns das Ganze für Video an. Hier gibt es den Private-Ordner und wenn ich den öffne, findest du den AVCHD-Ordner, den M4-Root-Ordner und den Sony-Ordner. Wenn du jetzt im XAVCS-Format aufnimmst, das würde ich dir übrigens auch immer empfehlen, dann befinden sich die Videos im M4-Root-Ordner. Auch den öffne ich nochmal. Du siehst hier wieder die Dateistruktur und ganz oben im Ordner Clip, da befinden sich jetzt die einzelnen Videodateien. Und immer das XML-Dokument, das heißt, hier wird dann gespeichert, mit welcher Qualität, mit welcher Kamera, mit welchen Einstellungen aufgenommen wurde. Im Thumbnail-Ordner, ich gehe gerade mal zurück, da findest du das Vorschaubild, das auf deiner Kamera angezeigt wird, wenn du durch die einzelnen Bilder und durch die Videos klickst. Hier ist also das erste Bild des Videos im Prinzip kurz gezeigt, damit du diese Sachen auf deiner Kamera auch anschauen kannst. Das ist jetzt also für XAVCS ziemlich einfach. Es gibt hier aber noch ein zweites Dateiformat, in dem aufgenommen werden kann, und zwar AVCHD. Auch hier gibt es wieder jede Menge Unterordner, den BDMV-Ordner und hier haben wir die Clip-Info und den Stream-Ordner. Und im Stream-Ordner selbst, da liegen jetzt die einzelnen Videoclips, wenn du an deiner Kamera AVCHD eingestellt hast. Du siehst also, auch AVCHD-Videos kannst du ganz einfach im Stream-Ordner finden und verwenden. Auf dem Mac sieht das ein kleines bisschen anders aus und deswegen nehme ich dich jetzt mit auf meinen mobilen Computer. Gucken wir uns das Ganze auf meinem Mac an. Der DCIM-Ordner ist genau wie auf dem Windows-Rechner sofort zu finden, aber im Private-Ordner, da gibt es jetzt einen Unterschied. Und zwar habe ich hier keinen AVCHD-Ordner, sondern nur eine einzelne Datei. Aber wenn du jetzt ein AVCHD-Video anschauen willst, dann kannst du natürlich das Ganze anschauen, indem du doppelklickst. Dann bekommst du hier die beiden Clips angezeigt und kannst dir einen auswählen. Aber du kannst halt jetzt die einzelnen Dateien auch nicht kopieren. Und genau deshalb zeige ich dir, wie du die einzelnen Dateien kopieren kannst. Um jetzt bei AVCHD den Zugriff auf die einzelnen Dateien zu erhalten, klicke ich mit beiden Fingern auf mein Touchpad, wähle Paketinhalt anzeigen. Dann bekomme ich den BDMV-Ordner, da mache ich das gleiche nochmal, Paketinhalt anzeigen. Und jetzt findest du hier die Ordnerstruktur mit den einzelnen Dateien im Stream. Und so kannst du die einzelnen Videodateien natürlich auch auf dem Mac ohne Probleme dorthin kopieren, wo du sie brauchst. So, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem kleinen Video ein bisschen bei der Bedienung deiner Kamera helfen. Wenn dir das Video nicht gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach unten. Aber wenn es dir gefallen hat, gib uns einen Daumen nach oben. Aktiviere die Glocke und abonniere den Kanal. Nee, andersrum eigentlich. Viel Spaß, wir sehen uns im nächsten Video.